In diesem Video erkläre ich dir, wie du in drei einfachen Schritten zum perfekten Sound für deine TomToms kommst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Drums sind das Rückgrat einer jeden modernen Musikproduktion und dazu gehören natürlich auch die TomToms, insbesondere wenn du prägnante und knackige Drumfills haben möchtest. Ich zeige dir in diesem Video meine Herangehensweise, wie ich in drei einfachen Schritten, die sich eigentlich immer ähneln, meine Toms abmische, aber als erstes kommt ein ganz wichtiger Schritt, auf den du achten solltest und den schauen wir uns jetzt an. Okay, hören wir zunächst mal in die Aufnahme hier rein. Was du also jetzt hörst, ist diese Aufnahme, das ist ein Groove mit sehr, sehr vielen Toms, eine Mehrspur-Schlagzeugaufnahme. Und wenn wir jetzt in die Toms einzeln mal reinhören oder in die Tomspur reinhören, dann wirst du hören, dass du Übersprechungen hast von anderen Instrumenten. Das heißt, wir hören auch andere Instrumente und nicht nur das einzelne Tom, weil das Mikrofon ja auch die Snare Drum aufnimmt, die Bass Drum, die Becken und so weiter. Also ich schalte jetzt mal die Toms auf Solo. Ja, du hörst also auch andere Instrumente und jetzt gehe ich die einzelnen Tomspuren durch und versuche, ob ich mit einem Noise geht oder über ein Noise geht, einfach was von diesem Noise-Floor wegbekomme, um die Tom-Aufnahme ein bisschen sauberer zu bekommen. Ich setze hier also Noise Gate ein und versuche mal jetzt hier bei Tom Nummer 1 die Snare Drum, die Bass Drum wegzukriegen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, dann musst du rumprobieren. Okay, jetzt hörst du nur noch den Tom-Schlag. Nochmal ohne Noise geht. Somit habe ich jetzt ganz gut diese Tom-Schläge hier isoliert. Du musst aufpassen, da Toms lange ausklingen, dass du den Ausklang mit dem Noise Gate nicht abschneidest und deine Toms dadurch stumpf klingen. Das Editing oder das Arbeiten mit einem Noise Gate solltest du auf gar keinen Fall unterschätzen, insbesondere bei solchen Mehrspuraufnahmen von akustischen Drums. Denn, wie ich dir gerade im Beispiel gezeigt habe, haben diese Spuren immer Übersprechungen von anderen Mikrofonen und die mögen dir als erstes etwas leise vorkommen und vielleicht nicht wichtig. Das Problem ist, wenn du im zweiten Schritt dann diese Drumspuren komprimierst, dann werden diese leisen Übersprechungsgeräusche von anderen Trommeln, die eigentlich nicht auf dieses Mikrofon hören, nach vorne geholt, also lauter gemacht. Und das kann dazu führen, dass du eine komplett verwaschene und intransparente und nicht druckvolle Drumspur hast. Jetzt kommen wir aber zum ersten richtigen Schritt und das ist die Arbeit mit dem Equalizer. Hier gibt es bei TomToms vor allem drei Frequenzen, auf die du achten solltest. Für die Toms benutze ich ganz gerne den Vintage Graphic EQ von Logic selber und hiermit kannst du sehr, sehr genau und sehr, sehr schön auf Frequenzen eingehen. Die erste Frequenz, die ich versuche zu bearbeiten bei Toms, ist meistens um die 5K, um die 5000 Hertz, denn da kannst du schön das Anschlagsgeräusch der Sticks rausholen, also wenn der Stick das Trommelfell trifft. Das probieren wir jetzt mal. Wir haben hier die 5000 Hertz und dann probiere ich mal hier anzuheben. Wunderbar, du hörst schon diesen knackigen Sound, dieser Attack, wie wir den durch diesen Kompressor hier wirklich viel schöner nach vorne holen können und dadurch die Attack viel sauberer rauskommt. Im zweiten Schritt, und das ist meistens bei Toms auch so ein Problemfrequenzbereich, und der ist zwischen 300 und 800 Hertz, da klingen die Toms oft dumpf oder undefiniert. Hören wir mal rein. Hier hörst du sehr schön, ja, das Dumpfe. Ja, klingt leicht dröhnend hier, also versuche ich hier um die 3, 4, 500 hier was abzusenken. Wunderbar, viel besser. Jetzt im letzten Schritt probiere ich dann noch meistens einen Low-Cut zu machen. Bei Toms ist es auch meistens so, es kommt immer darauf an, wie die gestimmt sind natürlich, aber meistens ist es so, um die 50, 60 Hertz haben die keine Informationen mehr, die jetzt wirklich relevant wären für den Tom-Sound und die dir den Mix dann nur im Low-End-Bereich zumatschen. Deswegen suche ich hier jetzt ein bisschen rum in diesem Low-End-Bereich, so um die 50, 60 Hertz
und gucke, ob ich da nochmal die Toms oder den Zaun noch ein bisschen formen kann, ein bisschen mehr rausputzen kann. Also einfach mal unten nass rauswischen. Mal hier. Wunderbar, unsere Toms haben jetzt hier durch die EQ-Bearbeitung viel mehr Durchsetzungskraft bekommen. Ich habe in diesem Fall die Toms schon alle auf eine Gruppenspur gelegt und bearbeite alle Toms mit der gleichen EQ-Bearbeitung. Das ist in dem Fall möglich, weil die Toms hier gut gestimmt waren und gut zusammengepasst haben. Es kann natürlich auch sein, dass du mal Drumaufnahmen hast, wo die Toms wesentlich größere tonale Unterschiede haben und dann musst du jede Trommel mit einem einzelnen EQ bearbeiten. Und hier hast du auch wieder gesehen, wie wichtig die Arbeit mit dem Equalizer ist. Ganz kurz noch dazu, wenn du dich bei der Arbeit mit dem Equalizer noch unsicher fühlst und immer Probleme hast mit dem Equalizer beim Abmischen, dann empfehle ich dir mein PDF 6 Problemfrequenzen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da stelle ich dir 6 Frequenzen vor, die oft Probleme im Mix machen und die du unbedingt kennen solltest. Also 6 Problemfrequenzen, PDF kannst du dir runterladen, im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's weiter zu Schritt Nummer 2 und das ist die Kompression. Hierbei musst du bei Toms vor allem auf 2 Parameter achten, die darüber entscheiden können, ob deine Toms gut klingen oder ob sie matt und nicht durchsetzungsfähig klingen. Für die Kompression benutze ich wieder einen Logic internen Kompressor. Ich nehme ganz gern den Studio FET. Autogen schalte ich aus und ich wähle eine Ratio, die nicht so extrem krass ist. Was bei Toms jetzt wichtig ist oder bei der Kompression von Toms sind vor allem Attack- und Release-Zeit. Also hier musst du darauf achten, dass du nicht zu schnelle Attack- und Release-Zeiten wählst, weil du sonst vorne die Transienten abschneidest und dein Tom-Klang klingt dann sehr dumpf. Und hinten bei der Release-Zeit musst du aufpassen, weil der Ausklang dieser Instrumente meistens länger ist als der Ausklang zum Beispiel von der Snare-Drum. Ich zeige dir mal, was passiert, wenn ich jetzt die Attack- und Release-Zeit zu kurz einstelle bei den Toms. Ja, jetzt siehst du, dass die Toms oder du hörst, dass die Toms richtig dumpf klingen, richtig komisch klingen, weil ich die Transienten jetzt zusammen smashe durch die zu kurze Attack-Zeit. Und durch die Release-Zeit kann der Kompressor gar nicht richtig zurückregeln. Das heißt, ich versuche jetzt, die richtigen Attack- und Release-Werte rauszubekommen. Okay, wir kriegen hier ein bisschen mehr, kleines bisschen mehr Durchsetzungskraft nochmal. Was ich jetzt hier nochmal versuche, ist hier ein bisschen Distortion mitzugeben. Das ist jetzt etwas Logic-spezifisch, weil diese Logic-Kompressoren haben einen Distortion-Regler hier mit drin. Das heißt, ich kann hier etwas verzerren, das Signal. Ich kann es etwas anzerren und dadurch noch ein bisschen mehr oder ein bisschen aggressiver oder härter bekommen. Das probiere ich jetzt mal hier. Wunderbar, so klingt es ein bisschen knackiger. Falls du keinen Kompressor hast, der über interne Distortion verfügt, und das werden die meisten sein, kannst du einfach ein Distortion-Plugin oder Overdrive-Plugin nach dem Kompressor einsetzen, um das gleiche zu erreichen, was ich hier gerade vorgestellt habe. Und damit sind wir schon bei Schritt Nummer 3 zum Toms einstellen und das ist das Reverb. Toms ohne Reverb sind für mich keine Toms, es sei denn, es ist irgendeine Jazz-Produktion oder irgendeine sehr trockene Produktion, aber Toms brauchen Hall. Egal ob gegated, ob lang oder kurz, ob hell oder dunkel, Toms klingen immer besser mit Reverb. Und auf was du dabei achten solltest, das zeige ich dir jetzt im nächsten Schritt. Auch für das Reverb greife ich wieder auf ein Logic internes Plugin zurück und das ist der Space Designer in diesem Fall. Der hat ein ganz gutes Preset, das mir für Drums super gefällt. Das ist hier unter Large Spaces, Rooms und dann Big Drums. Ich habe das Reverb hier auf einen Aux, auf einen Hilfskanal gesetzt und drehe den Wet-Regler deswegen ganz hoch und das klingt richtig gut auf Drums. Ich probiere das zunächst mal nur auf den Toms. Wir sind hier auf Bus 3 mit dem Reverb und dann fahren wir es mal hoch. Okay,
Okay, das macht schon gut Alarm, aber was du jetzt hörst, ist, dass die Trommeln hier oder die Toms, dass die in dem Hall absaufen. Und deswegen möchte ich meinen Hall gern zum Tempo synchronisieren. Das heißt, ich möchte meine Hallfahne auf einen bestimmten Notenwert, Viertel, Achtel, Sechzehntel einstellen, so dass es einfach besser klingt. Dazu öffne ich mir jetzt auf meinem zweiten Screen hier meine Delay-Tabelle und dann schauen wir mal, wie wir das Reverb so einstellen können, damit alles passt. Ich habe hier 152 BPM, so hat der Drummer eingespielt, aber in Wirklichkeit ist es die Hälfte davon, also 76 BPM. Und ich schaue auf der Delay-Tabelle jetzt nach und ich sehe dann also hier bei 76 BPM, ja, nehmen wir mal eine Viertelnote oder eine Achtelnote hätte ich gern, da haben wir 394 Millisekunden, die wir einstellen müssen bei dem Hall. Das mache ich jetzt hier, 394, muss jetzt nicht auf die Millisekunde genau sein. Und jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser klingt und ob die Toms nicht so sehr im Hall absaufen. Viel besser auf jeden Fall jetzt. Ich gebe diesen anderen Drum-Kanälen auch noch ein bisschen was von dem Hall dazu und dann sollte das hier schon ganz ordentlich klingen. Und wir machen nochmal den direkten Vergleich. Ich schalte alle Plugins erst ab und dann schalten wir alle Plugins zu. Super, also ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Klang meiner Toms hier. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass das Instrument gut gestimmt ist. Also dass die Toms zueinander passend gestimmt sind, wie jetzt in diesem Fall, dass neue Fälle drauf sind und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass die Quelle allein schon, das Schlagzeug, dass das gut klingt. Und jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie mischst du deine Tom-Toms ab? Wie mischst du deine Drums ab? Benutzt du spezielle Plugins? Oder achtest du mehr bei der Aufnahme drauf, dass die schon gut klingen und musst dann gar nicht mehr viel machen? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du dich für weitere Tutorials von mir zum Thema Drums abmischen interessierst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video an. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.